Keine Sorge, Jimmy, die Ärztin kommt gleich und kümmert sich um dich. Ich wollte schon immer mal auf so eine Liege hier. Ich glaube, ich lege mich mal kurz hin. Und damit hallöche Leute, willkommen bei Bandido und einem weiteren Unboxing. Heute haben wir für euch die Playmobil Tierklinik, den Operationssaal der Playmobil Tierklinik, so rum. So, und hier ist das gute Stück. Das ist also im besten Fall natürlich ein Anbau für die Tierklinik, die wir euch ja auch schon gezeigt haben. Wenn ihr beides habt, dann habt ihr die Tierklinik wirklich komplett, sage ich mal. Und jetzt zeigen wir euch also mal den Operationssaal. Los geht's wieder mit dieser grauen Grundplatte, wieder natürlich mit diesen Kacheln, ja. Da ich mich ja in Tierklinik-Unboxing schon meine Gedanken drüber gemacht, warum das immer Kacheln sind. Wie auch immer, hier sind es offensichtlich wieder Kacheln, also muss das so sein. Weiter geht's. Links haben wir schon so ein gelbes Teil angebaut. Das werden wieder Ablageflächen und so weiter. Dann haben wir hier ein rotes Stück. Schaut mal, da ist links an diesem gelben Stück ist ein kleines Loch. Und da kommt das gute Ding rein. Nämlich so. Okay, was ist das denn? Das hängt irgendwie nach unten. Was könnte das sein, Freunde? Wir schauen es ja später mal an, wenn es fertig ist. Hier mal was Interessantes, das hier wird nämlich das Röntgengerät, Leute. Da ist so ein riesen, so ein großer Galgen hier, damit das schön drüber hängt. Und das kommt dann gleich über die Liege, wo dann, die Hunde, die Katzen, die Meerschweinchen, was auch immer alles liegen und geröntgt werden müssen. Insofern sie irgendwas mit dem Knochen haben oder so. Hier, schaut mal, das kann man echt hoch anbringen, das kann man dann in jegliche Position wenden und drehen, wie man das so gerade braucht. Und hier haben wir noch ein richtig lustiges Teil, Freunde, guckt euch das mal an, das ist so eine Schiebetafel mit Röntgenbildern tatsächlich, das ist cool, oder? Da vorne, das ist, glaube ich, ein Hund, also es könnte auf jeden Fall ein großer Hund sein und dessen Skelett. So, ich stelle euch noch dazu, was es noch alles im Set gibt, das wäre das. Hier haben wir jetzt die Tierklinik für euch, damit wir euch einfach noch zeigen, wie das dann beides zusammen aussieht. Ihr seht da an der Tierklinik, das sind zwei, links und rechts jeweils zwei Löcher. Da kommen dann noch die Clips dran, dann könnt ihr das 1A zusammenstecken. Oh nein, Jimmy! Was ist denn mit dir los? Bist du vom Baum gefallen? Hattest du Angst vor dem bösen Hund, ja? Oh mein Gott, dir geht's ja gar nicht gut. Was ist los? Komm, wir bringen dich direkt in die Tierklinik. Hallo? Hallo? Meiner Katze geht's nicht gut. Bitte, sie müssen mir helfen. Oh nein, was ist denn passiert, Kleiner? Ich glaube, sie hatte Angst vor dem bösen Hund. Der hat sie angebellt und dann ist sie wohl vom Baum gefallen, unglücklich. Und ich glaube, irgendwas mit ihrem Fuß ist nicht richtig. Okay, kein Problem, das schauen wir uns an. Dann setze ich doch einfach schon mal da vorne auf die Liege und warte. Und ich muss noch schnell diesen Dalmatiner hier fertig machen. Bin dann sofort bei dir, okay? Ja, ist gut. Keine Sorge, Jimmy, die Ärztin kommt gleich und kümmert sich um dich. Ich wollte schon immer mal auf so eine Liege hier. Ich glaube, ich lege mich mal kurz hin. Wow! Hey, was machst du da? Komm sofort da runter, das ist kein Spielplatz hier. Okay, Entschuldigung, ist ja nichts passiert. Naja, trotzdem, das ist kein Spielplatz hier. Okay, jetzt packen wir mal deine Katze auf den Tisch, dann röntgen wir sie und schauen, ob irgendwas gebrochen ist. Okay. Das sieht in der Tat nicht gut aus, aber es könnte auch schlimmer sein. Ihre rechte Vorderpfote ist leider gebrochen. Ich werde ihr einen Verband anlegen und dann muss sie für die nächsten Wochen ganz, ganz stillhalten. Okay, das machen wir, das kriege ich hin. Sehr gut, okay, dann mache ich jetzt schnell den Verband dran. So, und dran denken, schön stillhalten, die darf jetzt nicht rumtoben. So, jetzt ist alles wieder tippitoppi. Und du denkst dran, nächstes Mal werden ja keine Faxen gemacht, klar? Ja, tut mir leid, aber vielen Dank. Gut, dann gehe ich mal nach Hause. Tschüss und danke nochmal. Alles klar, kleiner Mann, nächstes Mal schön aufpassen, okay? Aber natürlich. Und weiter geht's, Leute. Wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, dann klickt einfach auf eins der beiden Videos hier rechts im Bild. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, denn wir bringen euch jeden Tag ein neues Video zu Playmobil Polizei, Feuerwehrmann Sam, Playmobil Feuerwehr und. Einfach den Abonnieren-Knopf drücken und ihr verpasst kein Video mehr.